Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nachten für alle, die es noch werden möchten. Jawohl, ja, wir sind wieder da. Spielspaß und Spannung können wir euch versprechen. Schauen wir mal. Im letzten Part, Need for Speed, The Burning Asphalt Hotel, hat mein liebster Lieblingskollege... Wurde euer lieber Dogmeister verhaftet? Wurde er verhaftet und hat dann leichte Start... Jetzt wollte ich gerade einen Schmäh machen, Star Wars mit einbeziehen, aber egal, der war schlecht. Leichte Start Wars Regel. Bist du deppert? lass mal. Leichte Startprobleme hat er dann wieder gehabt. Nein, das ist einfach, glaube ich, normal vom Spiel so. Das ist kein Lecken von der Steuerung. Ich glaube, das ist vom Spiel normal. Na ja, so. Aber dass man so lange mit Gas gibt. Einfach jetzt verloren dann. So ist es halt dann auch gewesen. Vielleicht, weil wir von höheren Schwierigkeitsgraden gespielt haben. Sowieso, ja. Na gut, wir machen... was ist Highstake? Was ist das? Löscht möglicherweise Wageninformationen von dem... Hä? Was ist denn das? Das ist ja dann da... Das ist ja der Modus des Todes. Der Todesmodus. Der Todesmodus, danke. Du nimmst Modus Todes. Du nimmst mir den Penis aus dem Mund. ja, checkt mal auf jeden Fall mal. machen wir wieder Verfolgungsjagd. Idee. Probieren wir es auf Profi. Schauen wir mal durch. Einfach nur. Schauen wir mal durch, man, mir ist es gleich. Genau, so wie mein Skredo jedes Jahr im Sommer. Wenn es zur Endprüfung gegangen ist. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Schauen wir mal, ob wir durchkommen. Irgendwann sitzt du mit uns. Die letzten 4 Jahre ist das gut gegangen. Aber jetzt, schauen wir mal. Durchkommen. Mama, hab's geschafft. Matura. Schauen wir. Aber es hat ja dann doch funktioniert. Ja, wir waren das letzte Mal unterwegs in England, in der Durham Road. Hätte ich gesagt, machen wir was anderes. Hm? Mhm. Ich muss... Achso, da kommen wir. Kanada in Kanada, Teil 2. Achso, nicht verfügbar. okay. Frankreich, Deutschland. Nein, dann bleibt eigentlich nicht mehr Sie, ja. Deutschland. Oh, schau, das ist eine sehr Streckige Strecke. Streckenreiche Strecke. Eine kurvenreiche Strecke. Fuck, das ist... Eine streckenreiche Kurve. Heute, Guschen, kennst du ja nicht aus. Bringst mich durcheinander, schau, was ich für einen Scheiß-Rekorde. Ich glaube nicht, dass wir so ausschauen, wie wenn wir einen Rekord haben. Sodala! Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, ohne Hops genommen zu werden. Ich glaube ja nicht. So, im letzten Part haben wir einen Aston Martin gehabt. Ein Jaguar. Ein Jaguar schaut auch nicht schlecht aus. Das ist ein Cabrio. Ein BMW. Ja, wir sind in Deutschland, natürlich müssen wir einen BMW. Nein, nehmen wir die Corvette. Egal, die schaut geil aus. Farbtechnisch. Ich wollte aber grün haben. Ich sag's meiner Mama. Mama, der hat mir die. Der hat mir die Farbe weg. Okay. Aber es gibt doch noch so viele andere Grüntöne. Aber ich mag das haben! Mein lieber Rocky Lane. Du kannst ja froh sein, du hast ja grün. Zipfelklatscher. Hä? Gut, die Spannung steigt, liebe... Freunde der Nacht und der Abonnentinnen. Haltung. Und falls ihr das noch nicht seid, werdet ihr es bald sein, weil ihr uns so cool findet. Ihr kennt da schwingt dann jetzt ein Pendel. Wenn euch ganz fad ist, könnt ihr euch auch euren Daumen abschneiden und ihn uns hinwerfen. Geh auf mit dieser blöden Verstümmelungsgeschichte. Das ist ja nur die Wahrheit. So. Kommst du nicht vorbei. Du kommst hier nicht rein. So. Ich finde es cool, wenn wir jetzt mal so ein bisschen im Konvoi fahren. Mal schauen, was da passiert. Mhm, da vorne sieht man schon das erste... Oh. Das erste Polizeiauto. Wir haben ja und natürlich drei mich einmal. Soll ich auf dich warten? Nein, aber nicht. Sonst wirst du noch hops genommen, lieber Rockmeister. Okay. Polizeiauto. Wir spielen jetzt auf Profi, gell? Ja. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ob wir Profi sein? Definitiv nicht. Noch zwei Partien. Aber
die, ja, das ist jetzt die dritte. Schauen wir mal. Hast du schon was? Hast du schon? Scheiße, ja, Geldstrafe. Hast du schon, bist du schon hops genommen? Das ist ein 50er, du Idiot! Bist du schon hops genommen worden von der Police? Hast du mich jetzt überholt? Nein, ich habe eine Geldstrafe. Das sind gerade zwei Zaumtunnel volle Kanne. Der liebe Polizeiwagen und der liebe andere Polizeiwagen. Der andere? Ich tue der andere hätte wo Waffe. Bist deppert, Alter. Der hat mich gerade abgedrängt. Naja, vor allem, ich habe mir mein Auto gekauft, ich kann mir so leisten. Der Auto ist nur geleast. Also der, der es jetzt dazu und dann zurückgeben wird, wird ÖH werden. So, ja, Tag. Ich habe mein Auto zu Tode gelesen, geleast. Ich bringe halt mein Corvette zurück. Also, meine. Ihre, ich hab's hingemacht. Wieder schauen. Wieso Geldstrafe? Die haben mich nicht einmal erwuschen. Ja, mir auch nicht. Meine Herren. Es ist zum Rehren. Man darf halt in der Kurve nicht... Ich glaube, wir fahren zum Bruderstern. Man darf halt in der Kurve nicht an die Bande donnern, wenn sie hinter einem nachfahren. Denke ich mal. Da steht schon wieder diese Idioten. Diese... Bitte, die Polizisten sind heute unsere Nachfahren. Bist ein dummer Mensch, aber das war lustig. Danke sehr. Der war gar nicht so tief. Also tief, der war etwas humorig. Du kennst da gerade mit. Mit so den Nachfahren, ja, das will ich. Scheiß Kinder. Na wirklich. Also. Was ist denn die? Na geh. Die echten Kinder. Nicht schon wieder. Bist du verhöftet worden? Scheiß! Aber ich bin in die zweite Runde gekommen, juhu, genauso wie vorher. Das ist sehr gut. Achso, jetzt hätte ich mir schon gedacht, ich kann vielleicht doch nochmal fahren. Dabei ist der Loser-Modus schon aktiviert. Okay, und die Spannung steigt. Wird es unser... Bin ich schon in der zweiten Runde. ...Rockmeister schaffen? Na, da steht eigentlich 1 von 2. Ja, ich glaub, fick dich. Oder hast du das... Knie! Ja, ich dachte, sagen, wir probieren das einfach nur einmal, ne? Sind wir verloren? Ja. Der Bart geht jetzt 7 Minuten. Na Alter, noch einmal fix, das kann man ja nicht auf uns sitzen lassen. Wie oft bist du verhaftet worden? Also hast du eine Geldstrafe gehabt, bis du aus dem Verkehr gezogen worden bist? Einmal glaube ich. Oder zweimal? Nein, zweimal. Verfolgungsjagd, Profi. Auto muss eh noch sein. Ja, Deutschland passt auch. Weiter. Sogar die Farben haben wir sich gemerkt, vielleicht. Ja. Das heißt Start. Okay. Gut. Das heißt, wir machen es jetzt einfach besser. Schauen wir mal. Das ist der Plan. Schauen wir mal, was wir hinkriegen. Das ist der Plan. Das ist zwar nicht unbedingt ein guter Plan, also schon gut, aber unrealistisch. Es ist ein guter Plan mit B. Deine Mama ist ein guter Plan. Ich liebe solche Schmerzen. Ja, einfach so, also so deine Mutter aussuchen, die kann Sinn machen. So. Deine Mama ist ein guter Plan. Ich finde es lustig. So, gut, mein lieber Freund der guten und nächtlichen Unterhaltung. Wir gehen mal Stöff. Duck. So. Schauen wir mal, dass wir jetzt mal so zusammenbleiben wegen. Okay, dann war das vorher, auf das ich geschaut habe, nicht die Rundenanzeige, sondern wirklich die Positionsanzeige. Aha. Gut, dann weiß ich nicht, ob ich in die zweite Runde gekommen bin. Stepper, du bist aber noch nicht gekauft. Ui. Bist du eine Eintracht? Ich bin immer Eintracht. Also ich glaube da. Gut. Das heißt, ich habe jetzt da die Kiewerei mal wunderbar auf mich gezogen. Und ja, und deswegen bist du der größte Held von uns allen. Ich bin der Action-Man, der größte Held in meiner Welt. Der Action-Man? Mhm. Action. Da habe ich sogar... Fuck you! Da habe ich sogar mal... jetzt geh doch in Arsch! Eine Action-Figur gehabt vom Action-Man. Bei dem ich geliebt. Wieso? Ich bin nicht einmal stehen geblieben, du Eierkoffer! Du Eierkoffer? Na wirklich. Aufpassen, da stehe ich irgendwo hinter der Kurve. Ja. Ah, da. Der hat nämlich einen Fallschirm oben gehabt und den habe ich dann immer bei hohen Sachen abgehauen. Abdrehen würde ich sagen. Abdrehen. Ist ja kein Jagdflieger spielen, ne? Nein. Six, das war auch mal eine Idee. Weil du jetzt Jagdflieger spiel gesagt hast,
Pacific Warriors 2 Dogfight. Obwohl, das Ding, was du mir schon mal gezeigt hättest, als möglichen gefundenen Games-Kandidaten. Das ist eins der Spiele. Das ist eins Problem. Ja, aber ficken, wirklich. Ja, wir haben es mir. Fahr, mein Junge, fahr! Ich kann auch noch fahren. Fahr hinein in die Welt hinaus, oder so. Fahr hinein in die Welt hinaus. Alter. Bosch. Was tust du? Gut, was tue ich? Der hat mich gerade angeschossen, das ist unfair. Was hast denn du deinen Deckel gemacht? Daheim. Ja, aber der bei uns am Land ist das schon. Scheiß auf Easy Drivers, der hat der Vater gesagt. Holo da Radio, holo da Radio. Zick, zack. Holo da Radio. Was sagst du denn? Sag mal, wie oft bist du jetzt verhofft, man schon? Aber vielleicht kannst du mal fahren. Ja, auch nicht. In jeder Partie bis jetzt. Na, schau, ob du Gas geben kannst. Nix. Ja. Gut. Ich fahr um den. Ich fahr für den Sieg. Ja, vielleicht kannst du die erste Runden beenden. Ich fahr für den Sieg. Ich sieg für den Fahrer. Ich sieg für den Fahrer. Das ist der ganze geschickter Spurwechsel, sehr geschickt. Es ist mit dem Kurvenradius nicht anders ausgegangen. Trotzdem sehr geschickt. Scheißen! Den zahle ich, oder? Super! Das war jetzt nur notwendig. Toll hast du das gemacht. Ja, wirklich. Okay, gut. Das ist so eine Geschichte. Ich glaube, das wird ein endlos Let's Play. Das werden wir so lange probieren, bis wir es schaffen. Ich glaube, irgendwann gibt es davon noch mal einen dritten Part. Also wir haben 12 Minuten. Wir können uns sicher noch mal anprobieren. Naja, das ist aber dann so... Vielleicht ein bisschen lang. Ja. Für so ein Ding, ja. Dann sehen wir uns vielleicht bei dem dritten Mal. Hätte ich auch gesagt. Aber das interessiert mich. Das war was eine Idee. So, für den Anfang von der nächsten Aufnahmesession dann. So, gleich mal auf strugglen und sie denken, ich mag die Polizei nicht in dem Spiel. In der Realität natürlich sehr, sehr gerne. Gut, also, was so kurzes Feedback, was sagst du zu dem, was wir da gerade probiert haben zum Erreichen, sagen wir so. Ich bin dreimal verhofft worden, was soll ich dazu sagen? Ich mein zum Spiel. Also, nein, hat schon gepasst. Hat irgendwie Stil. Hab mit Rennspielen eigentlich nicht so viel am Hut, aber war ganz kurzweilig, muss man sagen. Nein, ich find das immer interessant und das mache ich auch gern, dass ich mir so von ganz großen und heutzutage noch aktuellen Spieleserien, wenn man gern die Anfänge anschaue. Weil die müssen ja Granaten gewesen sein, weil sonst gab es ja von Gran Turismo nicht den 6. oder den 7. da derzeit. Ja. Oder von Need for Speed, die haben ja keine Nummerierungen, sondern 5, 6, irgend sowas. Ich bin noch Most Wanted ausgestiegen. Und Carbon habe ich auch noch gespielt. Ja, finde ich einen Blick wert. So. Gut. Da gibt es einen dritten Part. Ich würde es schaffen. Also endlos Let's Play. Es gibt 37 Parts. Und dann schaffen wir es beide in die Ziellinie. Oder die erste Runde zu überstehen. Und nicht verhofft zu werden. Egal. Werden wir schauen, wie es geht, was man da bis deppert hat. Immerhin steht es in Busgeld an 3 zu 3. Ne? Ein Busgeld, ja. Egal. Wir werden uns das nächste Mal fühlen, riechen, sehen und schmecken. Wann's wollt's. Gut, insofern. Grüß euch. Und tödelü.